Wir fahren heute 200 Kilometer, knapp 1000, 1200 Höhenmeter. Wir sehen die besten Wege Brandenburgs. Richtig geil. Guten Morgen aus Strausberg. Wir sind heute mit der Bahn rausgefahren, fahren gleich zum Gravelmania, fahren grob gesagt 200 Kilometer entspannt durch den Wald Gravel rennen. Es wird schnell, ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit ich habe. Und Benny hat eine neue Kette, das läuft wunderbar. Und wird heute richtig viel Spaß. Nicht. Wird also leicht nass, aber wird schon geil. Hoffentlich. Wir sehen uns nachher bei der Siegerehrung. Ja, weiß ich nicht, ne? Also erstmal durchkommen heute und hey! So, first thing first, getting through and then we'll see what's happening. So, Daniel und ich, wir befinden uns in einer klassischen Lose-Lose-Situation. Wir sind nicht vorne, wir sind nicht hinten. Wir sind im klassischen, schlechten, hinteren Mittelteil. Wir haben einfach Spaß. Aber nur mal safe. Also ich baller hier wirklich mit 40 km/h bei Ringstraße, ordentlich Tempo durch den Wald, aber muss man sich überlegen, ob man es riskieren muss. Aber schon geil. Oh, Update, keine Ahnung wie viele Kilometer, Tempo ist ordentlich. Mal gucken, ob sich der Aero was lohnt. Im Zweifel, Übung von Steppenwolf. Straße gerade. Da vorne ist Janis, hinter mir ist Daniel. Kleines Update zur Classified. Also ich fahre den Bums ja auf 1x12 Schramm Force mit Classified Schaltwerk. In der Narbe sind keine Ahnung 30, 40 Kilometer unterwegs. Es ist dreckig, es regnet und meine Kette rutscht ständig durch. Ansonsten mal ein bisschen was im Track. Wir fahren heute 200 Kilometer, knapp 1000, 1200 Höhenmeter. Ab 15.30 Uhr werden vielleicht die ersten da sein. Es gibt Support. Heute Abend Barbecue. Ist wie Bike Bash in etwas länger und schnell. Was sind eigentlich eure Erfahrungen so? Nutzt ihr Wachs, nutzt ihr Öl oder keine Ahnung was? Also schreibt mal in die Kommentare, wie eure Erfahrungen sind. Eigentlich finde ich Wachs bisher ganz gut, wenn es trocken ist. Ansonsten alles semi-gut. Und dann sagt ihr so, Makoff ist der letzte Shit. Der Track bisher ist aber eigentlich mega, mega nice. Und versteht mich nicht falsch. Ich will nicht an irgendein System meckern, sagen, das ist schlecht. Es ist eine coole Idee. Man spart sich den vorderen Umwerfer. Aber so, ganz ehrlich, kann ich nicht damit das Atlas Mountain Race fahren. Wenn ich mir vorstelle, 1200 Kilometer, 20.000 Höhenmeter und mir springt die Kette durch. Aber vielleicht gibt es auch mit KM10 eine Lösung oder Classified weiß was. Und damit man sieht, es ist kein Einzelfall. Die Kette rutscht immer wieder durch. Nervt ein bisschen. Also mein Beastlenker auf jeden Fall mega, mega geil. Kann ich immer wieder nur empfehlen. Kostet zwar 400 Tacken.
aber ich kann bei Gefahren und allgemein richtig fett in die Drops gehen, kann das Ganze durchstehen, finde ich super. Meine Aerobars sind die Profildesign Legacy 2, die gehen ein bisschen nach außen, aber das Ganze erkläre ich nochmal im nächsten Video. Oh, gerade ist richtig steil. Hab mich gerade schon das erste Mal verfahren. Natürlich genau vorm Anstieg. Geil. Aber läuft. Was mich noch ein bisschen an meinen Garmin nervt, ist, wenn Anstiege kommen, dann ist der Track weg. Also die Map. Vielleicht muss ich in die Einstellung gehen und sagen, zeig mir die Anstiege immer an als extra Karte. Mal schauen. Das ist auf jeden Fall immer noch ein bisschen nervig. Ansonsten bin ich mit meinem Garmin super zufrieden und bergab bin ich halt nicht besonders stark, aber ist halt so. Dafür bin ich gar nicht so schlecht auf Sand, schlechten Untergrund und auch ganz okay am Berg. Just rope bike. Läuft. Und allgemein nochmal, also mir geht es nicht darum, der Schnellste zu sein. Ich fahre es quasi alleine, weil ich mich ein bisschen auf den Steppenwolf vorbereiten möchte und auch die anderen coolen Sachen, die ich dieses Jahr fahren möchte. Und klar bin ich bergab nicht der Schnellste. Ich kenne aber meine Stärken und Schwächen und gehe lieber auf Sicherheit statt auf Risiko. Und Ankommen und Ausdauer ist, glaube ich, was ganz Cooles. So, hier mal so im Schnitt. Ich fahre so ca. 200, 300 Watt. Und das passiert bei Classified die ganze Zeit. By the way, ich wurde heute auch schon gefragt, ob ich meine Aerobars im Wald dann schon mal nutzen konnte. Natürlich geht es primär im Unterlenker, Oberlenker. Aber alleine jetzt bergauf, wie man sieht, ich kann relativ stabil fahren. Der Legacy ist auch ganz cool, hat mehrere Griffpositionen und man kann halt auch mal eine Hand im Aero greifen und eine im Unterlenker, damit man ein bisschen Abwechslung hat. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Und natürlich kann ich auch relativ gerade und rund im Aerobar fahren. Ich muss es halt nur einschätzen können und meine Augen offen halten. Und natürlich kommt spätestens bei Asphalt die Aerobar zum Einsatz, was immer wieder einen Vorteil auf lange Strecke bringt. Oh, Routing ist ja auch immer so ein kleines Problem. Ich war gerade auf der Straße, der Weg wurde mir als falsch angezeigt, hinter einer Bahnschiene. Ein anderer ist da trotzdem lang gefahren, andere sind hier hochgefahren. Hier scheint ein kleiner anderes Place zu sein. Keine Ahnung, wo ich bin. Nichts Besonderes, glaube ich. Aber ich glaube, ich bin auf dem Track. Update, ich bin auf dem Track. Also alles war richtig. So, ganz witzig, habe gerade jemand getroffen von der 150er Strecke. 50, habe
bisschen über 70 und ich glaube, er ist relativ weit vorne. Wir haben gleich bald 12. Ich bin nicht schnell, das weiß ich, aber darum geht es ja auch gar nicht. Und das Einzige, was mich ein bisschen irritiert, ob sich die Tracks so sehr überschneiden und dann doch voneinander abkoppeln bei den Verpflegungspunkten, aber weiß ich nicht. Deswegen bin ich auch nochmal umgedreht, bisschen verwirrt. Und ich habe gehört, du kennst den Veranstalter? Richtig. Jetzt ist er fit, jetzt kann er wieder Gas geben, Alter. Für 10 Minuten. Vegane Schmalzstunde, Alter. Update. Es wird endlich mal warm. Herr Chin! Keine Ahnung. Wir sehen die besten Wege Brandenburgs. Richtig geil. Wir sind noch ca. 65 Kilometer zum Ziel. In 5 Kilometern müsste der nächste 1000-Stopp kommen. Wir fahren gerade alle so ein bisschen unser eigenes Tempo. Mal sehen wir uns, mal nicht. Und entspannt. Mir geht's körperlich ganz gut. Und der Akku von der GoPro ist relativ alle. Update aus dem Cockpit, noch 42 Kilometer, hab mich ein bisschen abgesetzt. Vorteil der Aero-Bars, auch im Wald. Und wir sehen uns im Ziel. Einer Kilometer sind durch, ich bin durch, zum Schluss hat mir die Kraft gefehlt, läuft, hat Spaß gemacht und damit ciao.